Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Reiseobjektive im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Reiseobjektive im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Tamron A010S28-300. Das Tamron A010S28-300mm f/3.56.3 DVC-PZ Makroobjektiv für Canon ist ein Super Zoom Objektiv mit hoher optischer Leistung, kompaktem und leichtem D-Sichten, das sich leicht mitnehmen lässt. Es eignet sich perfekt für die Reisefotografie oder für alltägliche Aufnahmen, bei denen Sie die Kameraausrüstung schonen wollen. Es bietet ein fortschrittliches Bildstabilisierungssystem VC, das Verwacklungen aus der Hand effektiv korrigiert, ohne die Bildqualität im Telebereich zu beeinträchtigen, und ermöglicht so Aufnahmen aus der Hand bei schlechten Lichtverhältnissen, für die früher längere Verschlusszeiten erforderlich waren. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Tokina ATK 16,5-135-3,55,6. Das Tokina ATK 16,5-135-3,55,6 DX-Objektiv für Nikon ist ein Superweitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 16,5 mm bis 135 mm und einer Blendenöffnung von f/3,5 bis f/5,6, das sowohl an Vollformat als auch an APS-C-Kameras von Nikon DX verwendet werden kann. Es wurde speziell für Amateure entwickelt, die ein hochwertiges Zoom-Objektiv suchen, mit dem sie in zahlreichen Situationen hochwertige Fotos machen können, ohne häufig das Objektiv wechseln oder mehrere Objektive mit sich führen zu müssen. Mit 16,5 mm ist das Objektiv ein Weitwinkelobjektiv, das von Nikons eingebautem Blitz an Kameras wie der gesamten DX-Reihe der Nikon D3000 bis D7000 Serie gut abgedeckt wird. Auf Platz 3 haben wir die Panasonic HVS014140E. Das Panasonic Lumix G-Vario F4.05.8 Weblink MM28-280mm KB Super Zoom Objektiv eignet sich perfekt für die Aufnahme von beeindruckenden Fotos und Videos mit ihrer Micro Four Thirds Kamera. Mit einer Brennweite von 14-140mm 28-280mm KB bietet Ihnen dieses Objektiv die Vielseitigkeit, die Sie für Aufnahmen in einer Vielzahl von Situationen benötigen. Der optische Bildstabilisator sorgt dafür, dass Ihre Fotos und Videos nicht verwackeln, selbst wenn Sie aus der Hand fotografieren. Mit dem Lumix G-Vario 14-140mm 28-280mm KB lassen sich auch bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Fotos und Videos aufnehmen. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Olympus N212-7792 Fix. Das Olympus N212-7792 Fix ist ein Ersatzobjektiv für die folgenden Modelle Stylus 1, Stylus SH50 und Stylus SH60. Es verfügt über einen dreifachen optischen Zoom und ist sowohl mit der Front- als auch mit der Rückkamera kompatibel. Auf dieses Produkt gewährt Olympus eine Garantie von 90 Tagen. Die Modellnummer dieses Artikels ist N212-7792. Die Teilnummer des Herstellers lautet N212-7792. Dieses Produkt wiegt 0,1 Pfund, aber das Versandgewicht beträgt 0,2 Pfund. Die Produktabmessungen sind 1.3 × 1.160,6. Die Produktdokumentation ist online über die Bedienungsanleitung der Stylus Zoom 80 von Olympus verfügbar. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Sony 18-200mm f/3.56.3. Das Sony 18-200mm f/3.56.3 Osley-Objektiv ist die Idealwahl für Reisen und alltägliche Aufnahmen und deckt einen großen Brennweitenbereich ab 27-300mm äquivalent im 35mm Format. Das 11-fach Zoom-Objektiv bietet einen Bildwinkel von 84x27mm bis 21x300mm und ermöglicht es, mit einer Kamera alles von weiten Landschaften bis zu Porträts aufzunehmen. Das optische Steady-Shot-Bildstabilisierungssystem von Sony bietet zusätzliche Sicherheit, dass Ihre Bilder auch bei längeren Verschlusszeiten scharf und klar sind. Dieses optische Bildstabilisierungssystem ist besonders effektiv. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.